Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, weil ich ein Sünder bin. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Gebet, das wir seit Jahrhunderten, man könnte beinahe sagen seit Jahrtausenden, im Mund der Frommen der Ostkirche finden, das sogenannte Jesusgebet. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, weil ich ein Sünder bin. Ist die fleischgewordene Gestalt unseres Evangeliums heute. Noch mehr, als es der Rosenkranz vermag, der auch eine Form im Grunde genommen des Jesusgebetes ist, bringt dieses Gebet auf den Punkt, was wir etwa im Tagesgebet heute sprechen, dass wir diese Zeit der Buße in einer geistlichen Freude begehen. Ist das nicht ein Widerspruch? Buße und Freude? Buße tut weh. Buße schneidet ins Fleisch, also wenn das wirklich Buße ist und nicht ein bisschen Schminken. Buße schneidet ins Fleisch. Aber wie kann das mit geistlicher Freude verbunden sein? Genau deshalb, weil es das umsetzt, was wir im Evangelium lesen. Es ist nicht das, dass wir ein Inhaltsverzeichnis anlegen, was wir jetzt schon alles toll gemacht haben, was wir alles schon für den lieben Gott jetzt sozusagen wirklich schon eine Bilanz, naja, es ist vielleicht nicht ganz glänzend, aber es ist doch immerhin, also es ist ja nicht so, als müssten wir uns verstecken. Dieser geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Sondern der Grund geistlicher Freude besteht darin, dass Gott sich uns zuwendet, weil wir Sünder sind. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, weil ich ein Sünder bin. Nimmt immer die Stelle des Zöllners auf. Und wir müssen uns die Figuren vor Augen halten, die dieses Gebet unablässig sprechen. Wir kennen vielleicht diese schwarze Gebetsschnur, ganz kompliziert geknüpft, immer in Form eines Kreuzes. Die hilft, dieses Gebet unablässig zu sagen. Die ostkirchlichen Mönche bekommen sie bei ihrer Profess und tragen sie immer am Handgelenk und nutzen sie natürlich auch. Wenn wir uns diese Gestalten vorstellen, die vielleicht in unseren Augen allen Grund hätten zu sagen, naja, muss dieses noch beten? Ja. Auch die geradezu ein vorbildlich in unseren Augen heiligmäßiges Leben führen, beten es unablässig. Das sollte uns zu denken geben. Rufin, wir wollen jetzt vergessen, dass er der große Gegenspieler des heiligen Hieronymus war, hat er trotzdem auch vieles Gute geschrieben. Rufin schreibt einmal, man darf niemanden in der Welt verachten. Er sei ein Räuber oder ein Gaukler, er sei ein Landmann oder Kaufmann oder Ehemann. Denn in jedem Stande gibt es gottgefällige Menschen, die im Stillen solche Handlungen vollbringen, durch welche Gott erfreut wird. Daraus ergibt sich auch, dass nicht so sehr der äußere Stand oder das Kleid Gott wohlgefallen, als vielmehr ein aufrichtiges und gutes Herz und rechtschaffene Werk. Und genau das ist das gute Herz und das rechtschaffene Werk, das wir zu vollbringen haben, dass wir uns vor Gott als Sünder einfinden, dass wir uns bekennen, dass wir des Erbarmens bedürfen und dass er, der Sohn Gottes, uns retten kann. Das ist das, was der Prophet Hosea uns heute zukommt. Darum schlage ich drein durch die Propheten. Ich will Liebe, nicht Schlachtopfer. Gottes Erkenntnis statt Blut. Das ist die wahre Erkenntnis Gottes. Gott, der sich erbarmt. Gott, der auf den Sünder achtet und der gerade ihn annimmt, weil er es, oder sagen wir besser, weil wir es alle so nötig haben.